Ich habe ein schlechtes Gefühl bei der Sache, sagte sie und ließ mich damit allein. Na, ich fürchte, dass ich hier gleich nicht speichern kann. Wo ist dieses Knabbel? Vermutlich da in dem Apfelbaum. Hat dieser Baum da schon immer gestanden? Nein. Der lebt nämlich. Er hat sich bewegt. Apfelbaum? Du bist der Letzte, oder? Ah! Okay, mit diesem Stein. So, komm her. Ja, ja, hier entlang. Aua. Das war geraten. Was? Wow, der Wald quillt über vor Runis. Ach, das sind Runis. Vielleicht kann Venti damit gerettet werden. Hä? Ventis Glücksbringer von Knabbel erhalten. Wieso? Sag es ihr. Sag ihr, dass wir alle über sie wachen. Diese Stimme kam von überall aus dem Wald. Okay, ich werde es Venti sagen. Danke. Hast du die Runenkugel bekommen? Warum bist du... Dieser Kerl ist mir so suspekt. Der ist immer da, wo wir ihn nicht brauchen können. Oder wo wir ihn brauchen können. Das macht jetzt aber nicht gerade besser. Warum bist du hier? Antworte mir einfach. Hast du die Runenkugel gefunden? Dieser Ort ist durchdrungen von ihrer Energie. Ich kann es spüren. Ist sie das? Ich wusste nicht, dass ein einziger Gegenstand so viel Energie in sich bergen kann. Das ist also die Runenkugel. Runenkugel? Ich dachte, du hättest dein Gedächtnis wieder. Doug, weißt du etwas? Wenn wir die Runenkugel verwenden... Können wir Venti vielleicht helfen? Sei kein Dumpfkopf, es gibt keinen Ausweg. Ich habe noch nie so viele Runis gesehen. Sie sind einfach überall. Mit dieser Runenkugel sollten wir Venti helfen können. Vergiss es. Ich will ihr helfen. Du verstehst überhaupt nichts. Das Wichtigste über sie weißt du gar nicht. Deswegen redest du auch dieses dumme Zeug über eine Möglichkeit, ihr Leben zu retten. Sie hat alle in meiner Stadt getötet. Einschließlich meines Vaters. Hä? Das ist die Wahrheit. Ich habe nur überlebt, weil ich zufällig nicht in der Stadt war. Aber göttliche Drachen sind böse Geschöpfe. Das ist nicht... Selbst jetzt... Lügt sie dich und alle anderen in der Stadt bestimmt an. Ich bin mir sicher, dass die Wächter von Venti selbst versiegelt wurden. Weil sie all das durchschaut haben, was sie wirklich ist. Weil sie als das durchschaut haben, was sie wirklich ist. Ein Monster. Beruhig dich, Doug. Ich bin ruhig. Es war Venti, die mich gebeten hat, die Wächter freizulassen. Wenn das, was du sagst, wahr ist, warum würde sie denn das von mir verlangen? Deswegen hat sie ihre Erinnerung gelöscht. Sie hat einfach alles gelöscht, was ihre Pläne durchkreuzen könnte. Aber sie sagt, dass sie da... Sie sagte, dass es damit sie nie wieder Wächter werden. Wie könnte ich eine solch absurde Ausrede glauben? Glaubst du das wirklich? Selbst nachdem du Venti jetzt gesehen hast? Selbst mit einem geschundenen Körper opfert sie sich, um allen anderen zu helfen.
Das ist eine Lüge. Sie täuscht das sicher nur vor. Und dennoch ist sie untröstlich, wenn sie an ihre Freunde denkt, die sie gerettet haben. Sie hat sogar beschlossen, eine gewisse Distanz zwischen ihr und allen anderen zu wahren. Damit so eine Tragödie nicht nochmal passieren kann. Glaubst du wirklich, dass jemand so Süßes wie Venti mit all ihren Stärken und Schwächen so etwas tun könnte? Ich liege auf keinen Fall falsch. Ihretwegen habe ich keine Heimat mehr. Deswegen lebe ich, seit ich ein Kind war, einzig und allein dafür, Rache zu nehmen. Und jetzt willst du mir erzählen, dass ich einen an der Waffel habe? Was also schlägst du vor? Was soll ich machen? Doug. Die Wahrheit rausfinden. Es gibt 4 Runenkugeln. Hm? Versteh mich nicht falsch. Ich erkläre hier einen Krieg. Sieh mal, Savannah. Wenn du sie um jeden Preis retten willst, werde ich die anderen Runenkugeln vor dir finden. Und ich werde dich aufhalten. Du bist meine Feindin. Ich finde die Wahrheit heraus. So ist das. Zuerst muss ich die anderen Runenkugeln finden. Wenn Doug die Wahrheit gesagt hat, gibt es noch 3. Ich muss nur herausfinden, wo sie sich verbergen. Genau genommen. Fällt mir da was ein? Okay, zuerst werde ich an allen Orten, die mir in den Sinn kommen, nachsehen. Mist, das für einen Apfel. Ich nehme ihn mit. Ich habe keinen Platz mehr für den Apfel. Ich esse den Apfel. Das war voll sinnvoll. Wenn das... Und ich denke, das könnte Sinn ergeben. Alter, die Karte sich verändert da unten? Wieso ist sie hier so groß überhaupt? Pff. Ich gehe jetzt erstmal schlafen. Alter, ich wusste, dass mit Doug irgendwas nicht stimmt. Aber wenn das hinkommt und wir haben die erste Runenkugel da gefunden. Haben wir die da gefunden oder schleppen wir die jetzt schon länger mit uns rum? Guten Morgen, Vishnal. Oh Gott, ich kann aber niemandem darüber reden, das ist das Schlimme. Alter. Hallo, Doug. Weißt du, was eine Runenkugel ist? Eine Runenkugel? Tut mir leid, ich habe noch nie davon gehört. Ich kann Venti auch nicht fragen, die ist ja immer noch bewusstlos, wahrscheinlich. Ah! Das ist super. Okay. Er tut mir echt unglaublich leid. Ich muss rausfinden, was die Wahrheit ist. Ich glaube nicht, dass Venti das getan hat. Ich glaube es einfach nicht. Also muss da irgendwas anderes hinterstecken. Und das will ich rausfinden. Ich glaube, unsere Kartoffeln sind gar. Ich glaube, diese Runis, die da offensichtlich immer rumfliegen, die ich so verstörend fand, die sorgen, glaube ich, ein bisschen dafür. Okay, ich will jetzt erstmal gucken, was ich noch alles hineinsehen. Was ich noch alles so abliefern kann. Das will ich weglegen. Das will ich weglegen. Erdkristall will ich behalten. Bronzeeimer. Den brauche ich nicht. So, das verkaufe ich auch. Wolfszähne auch. Das auch. Dich behalte ich. Die Edelsteine behalte ich auch. Was ist das? Ventis Glücksbringer. Nein, den kann ich nicht verkaufen. Tut mir leid, unverkäuflich. Aber ich habe so viele Stäbe. Vielleicht verkaufe ich die mal. Und behalte einfach den neuen. Okay, magische Abwehr ist zwar mies, aber der Angriff ist gut. So. Jetzt ein bisschen Glück haben und tatsächlich... Oh, ein Juni! Aber eigentlich will ich meine... Ich will gucken, was ich aus meinen Kartoffeln machen kann. Vielleicht kann ich da irgendwie Bratkartoffeln draus machen? I don't know. Oh, dazu bräuchte ich wahrscheinlich eine Pfanne oder sowas, ne? Hallo, kommst du? Oh Gott. Was habe ich getan? Ich war es nicht. Es tut mir so leid. Kochtisch. Kann ich irgendwas aus Kartoffeln machen? Mache ich denn mit meinen Kartoffeln
weiß nicht, ob da... Es ist nichts rausgekommen. Kann ich meine Kartoffeln schneiden? Ich versuche gerade alles, was ich mit bald Kartoffeln machen könnte, damit zu machen. Geht auch nicht. Was kann ich mir denn sonst noch so kaufen an... an Küchenutensilien? Ich muss doch irgendwas mit meinen Kartoffeln machen können. Mir würde privat jetzt gerade so viel ein für Bratkartoffeln, Mooskartoffeln, Kartoffelbrei. Ja, und bei uns in Norddeutschland heißt das Mooskartoffeln. Was? Hier ging irgendwo eine Tür auf und ich habe meinen Wolfi gehört. Ganz genau gehört. Ich sehe zu. Ich sehe denn hier zu. Es ist noch zu früh. Alter, ich krieg das gerade. Es ist doch nicht warm. Wie spät ist es denn? Es ist noch nicht 8. Na, ist ja Herz allerliebst. Okay, ich habe ein bisschen Kohle gekriegt. Das ist schon mal gut. Ich kann ja jetzt auch mal das Ding entfernen. Vielen Dank. Das haben wir ein bisschen wuschig gemacht. Was bist du? Was ist das für Saat? Jamswurzelsaat. Wie cool. Jamswurzelsaat. Jamswurzelsaat können wir bestimmt gebrauchen. Nein, im Regen müsst ihr nicht raus, meine süßen Schätze. Schätzig, pupsig, muppsig. Meine kleinen Schätzig, muppsig, pupsig kommen. Die kommen da nicht raus. Okay, kann ich jetzt zu. Kann ich jetzt rein? Okay, ab um 8 ist hier. Hier ist. Nein, ab um 8 ist hier keiner. Moment, ich muss hier rüber. Das ist mein Wolfi. Runenkugel, blauer Edelstein? Oh, den hast du wahrscheinlich in den Wasserruinen gesehen. Wusste ich's doch. Danke. Kein Grund mehr zu danken. Du hast mir gefragt, ich habe geantwortet. So funktioniert das eben. Ich wusste, dass das genau da diese Dinger sind, wo auch... Hallo, ich wollte mit ihm reden. Ich will mit dir plaudern. Runenkugel? Ich handle zwar mit blauen Edelsteinen, aber sie wurden alle identifiziert und keiner davon trägt den Namen Runenkugel. Ich möchte dir dennoch unbedingt helfen, sie zu suchen. Ich würde dich liebend gerne unterstützen. Ah, es ist sehr lieb von dir. Wo ist Bardo? Ach, Bardo sehe ich schon. Hier, Porco. Porco, ich brauche das... Mann! Der ist gerade durch den Ring gelaufen. Wie schnell? Wie schnell rennt durch den Ring? Wo ist Porco, die olle Flitzpiepe? Das ist doch nicht wahr. Weißt du, da brauchst du den Kerl eh mal in deinem Leben, ne? Ein blauer Edelstein namens Runenkugel? Oh, ich glaube, Dillis hat mal so etwas erwähnt. Und zwar, als ich ihn letztens über das Angeln ausgefragt habe. Ich will mit dir reden. Alter, redest du jetzt ernsthaft nicht mehr mit mir? Ach, Doc, du alle Flitzpiepe. Der redet nicht mehr mit mir. Der redet einfach mal nicht mehr mit mir. Nicht mal das kriegt er raus. Oh, verpiss dich doch, du Penner. Ich habe hier things to do, ey. Wurscht. Dieses Barrieren ist wohl einfach mal nicht da. Ich will in die Wasserruinen. Ich hasse das. Ich hasse das, wenn man weiß, wie man weitermachen muss und da nicht hin kann, weil man Dinge einpflanzen muss. Okay. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Oh, ich habe noch eine Kartoffel. Na, egal. Ich bin auf Duck so muffig gerade, ey. Jetzt stell dir mal vor, wir hätten den als Love Interest ausgesucht. Ich will Dillis haben, immer noch. Aber jetzt stell dir mal vor, das wäre Duck gewesen. Wie hätte man denn mit dem jetzt noch flirten sollen? Geht doch gar nicht. Also ich bin da ja schwierig. Komm, schmeiß ihn da. Ich bin da ja, glaube ich, echt ein bisschen schwierig, was das angeht. Stehe ich auch zu.
Das ist eigentlich, bin ich echt manchmal ein bisschen sehr schwierig. Aber das ist. So bin ich halt. Ich mir dann vorstelle, dass dieser Vogel, dass ich mit dem Flatten. Oh, ich hätte so gebrochenes Herz, ne? Da habe ich sowieso ein bisschen. Weil eigentlich mag ich Doug. Ich möchte ein Kochutensil. Was habe ich denn? Ich habe wahrscheinlich nicht mal ansatzweise genug Geld. Kochtisch, Messer, Pfanne, Mixer, Ofen. Dampfgarer. Topf. Ofen, Mixer. Pfanne. Ich möchte ein Dampfgarer. Für leckere Snacks. Topf. Nee. Ich bin voll verstört, was mache ich? Warum mache ich das immer? Mach ich denn mit den ganzen Kartoffeln? Okay, ich gehe jetzt da einfach hin. Nee, das Luftschiff war hier drüben. Ich muss das jetzt wissen. Es gibt einfach Dinge, die muss ich jetzt wissen. Ja, die erste haben wir nämlich gefunden, da wo... Huch, oh Gott. Ich will genau wissen, wie viel die brauchen. Okay, zwei. Das ist ja jetzt nicht so die Welt. Muss ich das noch drehen oder habe ich das? Ich glaube, ich habe das schon gedreht. Ne? Muss ich jetzt nochmal hier in die Mitte? Ich glaube ja, ne? Oh Gott. Wahrscheinlich komme ich diesmal nicht. Gehe ich da schon rein? Gehe ich da rein? Gehe ich da nicht rein? Ich weiß es nicht. Na! Okay, ich gehe morgen rein. Morgen gehe ich rein, versprochen. Bis morgen.